Wenn Kultur und Ideologie auf Cyberkriminalität treffen, ja, dann wird es manchmal problematisch. Und vor allen Dingen im Mittleren Osten und in Nordafrika ist das ja hin und wieder schon mal der Fall. Darum soll es jetzt gehen, und was dann passiert, das will ich mit Rainer Fossler besprechen. Rainer Fossler ist Threat Manager bei Threat Micro und Sie leiten eine Arbeitsgruppe, die ist ein bisschen erklärungsbedürftig. Die hat nämlich das erkennungsdienstliche Kürzel FTR. Was verbirgt sich dahinter? Ja gut, inzwischen ist es so, dass wirklich sehr viele Abkürzungen aus drei Buchstaben bestehen. Also FTR steht für Forward Looking Threat Research. Es ist eine Gruppe, die vor fast 10 Jahren, im nächsten Jahr dann genau 10 Jahre, gegründet wurde von unserem damaligen CTO Raimund Genes. Die Zielsetzung unseres Teams ist es, quasi Bedrohungen in der Zukunft zu erkennen. Ein Teilbereich des Teams, das wir machen, ist quasi die Beobachtung des Undergrounds. Oder des Untergrunds auf Deutsch. Ich muss immer etwas aufpassen, bei uns sind sehr viele Begrifflichkeiten auf Englisch und man muss sich dann daran gewöhnen, vielleicht die deutschen Begrifflichkeiten zu benutzen. Und im Rahmen dessen haben wir vor 3 oder 4 Jahren schon angefangen, uns zuerst quasi den russischen Untergrund anzuschauen. Das damals mein Kollege Max Koncharow gemacht hat, der darauf dann auch ein weiteres Paper sich angeschaut hat. Der russische Untergrund ist sehr profitorientiert, sehr weiterentwickelt und es gibt da wirklich von A bis Z quasi alles im Bereich Cybercrime zu kaufen. Später haben wir uns dann auch weitere Untergründe angeschaut. Wir haben den deutschen Untergrund angeschaut, den französischen, aber auch den amerikanischen, den kanadischen, den chinesischen und den japanischen Untergrund. Hauptsächlich auch damit zu sehen, in allen diesen Ländern hatten wir auch Mitarbeiter, die für unser Team letztendlich arbeiten. Und jeder Untergrund hat quasi seine Eigenheiten und seine eigenen Zielsetzungen letztendlich. Interessanterweise zum Beispiel in Amerika ist es so, da ist der Untergrund sehr gläsern, wenn ich so beschreiben darf, wie so ein Glaskasten, obwohl das FBI da relativ viele Möglichkeiten hat. Mhm. Aber da ist es relativ offen. In Russland, wie gesagt, ist sehr viel profitorientiert. In China ist so auch sehr stark orientiert, auch technisch orientiert, aber natürlich dann sehr spezifisch, halt die Sprache ist hauptsächlich Chinesisch. In Japan ist aufgrund der kulturellen Eigenheiten ist so, dass sehr viel Wert auf Anonymität gelegt wird. Und quasi jetzt der Mittlere Osten und Nordafrika war quasi in gewisser Weise der Abschluss der gesamten Betrachtungsweise. Es war also jetzt nicht etwas, worauf wir uns zuerst fokussiert haben, sondern nachdem wir gesehen haben, wir haben jetzt quasi die wichtigsten Märkte, wenn man es mal so sagen darf, für den Untergrund uns angeschaut haben, war quasi jetzt der Abschluss dieses Nordafrika und Middle East oder Mittlerer Osten. Und wenn Sie den Mittleren Osten und Nordafrika mal absetzen zu den bisher untersuchten, in Anführungszeichen, Märkten. Was sind da so die Besonderheiten? Ja, letztendlich ist es so, dass auch, glaube ich, auch aus kulturell geprägt, dass so die Idee der freien Informationsteilung letztendlich da ist. Das heißt, Malware und andere Komponenten oder Schadsoftware, Malware ist auch wieder ein englischer Begriff, also Schadsoftware, wird sehr oft frei geteilt, für jeden letztendlich zugreifbar. Sehr viel ist natürlich auch mit, es gibt bestimmte innerhalb eines Cybercrime-Forums, was vielleicht etwas untypisch ist zu anderen Ländern, auch sehr stark religiös geprägte Unterforen, wo dann sehr, sehr viel über Religion und Koran letztendlich diskutiert wird. Und es gibt natürlich auch sehr viele Foren oder Informationen, die letztendlich darum gehen, dass man quasi gefälschte Dokumente letztendlich verkaufen kann. Das heißt, die Malware-Komponenten in aller Regel sind relativ günstig oder zum Teil werden relativ günstig oder auch kostenlos geteilt. Für natürlich Ausweisdokumente und andere Dokumente wird dann halt ein entsprechender Preis verlangt. Also meine Kollegen und ich vor 2 Jahren uns mal so ein bisschen über Schlepper und wie die IT einsetzen und wie die Digitalarbeit informiert haben, da kam auch raus, gerade die Ausweise, gerade das Fälschen von Ausweisen, von falschen Reisepapieren, scheint hier ein sehr zentraler Bestandteil zu sein, damit wir jetzt viel Geld verdienen. Richtig. Also wenn man die aktuellen Statistiken anschaut, wie gesagt, die wichtigsten Komponenten waren wirklich quasi die gefälschten Ausweisdokumente, die dann für die unterschiedlichen Einsatzzwecke benutzt werden. In unserer Betrachtung der Foren ist es natürlich so, dass wir nur einen allgemeinen Überblick geben konnten. Also wir als IT-Sicherheitsunternehmen haben uns jetzt eher auf die Cybercrime-Komponenten beschränkt und nicht natürlich auf die weiteren Geschäftsmodelle, die darauf ausbauen. Natürlich ist es auch so, dass auch Waffen zum Beispiel oder auch Drogen verkauft werden in diesen Untergrundforen, wobei witziger oder interessanterweise Waffen und Drogen jetzt in Middle East, also Mittleren Osten und Nordafrika eine geringere Bedeutung haben als in anderen Ländern.
Aber die Schadsoftware, die dort dann angeboten wird, ist das sozusagen Dutzendware oder sind das dann Eigenentwicklungen? Das ist in aller Regel, also wir haben so spezifiziert zwischen, wie Sie schon schön sagen, Dutzendware bis etwa mittlere vom technischen Wert her, also von der Neuigkeit so bis zur mittleren Stufe letztendlich. Sehr viele Sachen werden auch, wie gesagt, kostenlos verteilt, vor allem so einfachere Komponenten oder dann zu relativ günstigen Preisen verkauft werden. Zum Beispiel in Russland ist dann auch zum Beispiel so gewesen, dass es sehr komplex Szenarien kaufen konnten. Sie konnten in Russland quasi nicht nur die Malware an sich einkaufen oder die Schadsoftware, sondern auch das gesamte Businessmodell dahinter. Das heißt, jetzt im Fachdeutsch heißt es dann so Crimeware as a Service, dass sie quasi alles ausgelagert haben. Das haben wir jetzt in diesem Forum weniger gesehen, sondern es wurden eher einfachere Schadsoftware letztendlich verkauft. Also Crimeware as a Service, das ist sozusagen offensichtlich nicht das Geschäftsmodell, mit dem Sie es dann in Nordafrika und in der Form eigentlich nicht. Wie gesagt, der klassische Beispiel für Crimeware as a Service für mich ist immer noch Russland. In abgeschwächter Form auch in Deutschland. Als wir damals die deutsche Studie gemacht haben, die wir etwa vor 2 Jahren gemacht haben, hat man auch gemerkt, dass auch der russische Underground sehr große Einflüsse auf den deutschen Underground hat und auch der deutsche Untergrund relativ fortentwickelt war, während jetzt hier in Nordamerika, Entschuldigung, Nordafrika und Mittleren Osten haben wir das in der Form nicht gesehen. Sie erwähnten gerade, da wird häufig dann auch Schadsoftware einfach kostenlos verteilt angeboten. Welche Motivation steckt dahinter? Ja, letztendlich ist es die Idee, dass man bestimmtes Wissen quasi mit, wenn ich so formulieren darf, mit seinen Brüdern einfach teilt. Dass man einfach bestimmte Informationen letztendlich teilt, wenn man sagt, okay, davon will ich keinen Vorteil haben. Das heißt, das neudeutsche Geschäftsmodell, das Businessmodell dahinter ist ganz anders. Wie gesagt, in Russland ist es so, dass man schon versucht, damit quasi Geld zu verdienen. Und Sie kennen es sicher auch, dass es sehr viele Gruppen oder auch sehr viele Täter gibt, die sehr, sehr viel Geld eingenommen haben. Wenn man mal schaut, welche Autos sie fahren, in welchen Villa sie wohnen und welche Urlaube sie machen. Das ist da anders geprägt. Das ist einfach so die Mentalität, dass man gemeinschaftlich etwas teilt. Kann man sagen, dahinter steckt dann auch ja, mehr oder weniger ein ideologischer Ansatz? Für unseren Teil... Oder eher so ein religiöser? Wahrscheinlich kann man da gar nicht mehr so genau differenzieren. Das ist schwierig zu unterscheiden, weil ich muss auch zugeben, als wir den Research gemacht haben, hatten wir auch 2 Kollegen aus Ägypten hier bei uns. Das heißt, die Kollegin Mayra hat das Paper ja federführend bearbeitet. Sie spricht ja auch Arabisch, auch wenn sie jetzt in Amerika wohnt. Wir hatten 2 Kollegen in Ägypten da und da war ab und zu mal die Diskussion einfach, dass man als Außenstehender bestimmte Forenbeiträge missinterpretiert. Weil für die Kollegen aus Ägypten war das jetzt ein Zitat aus dem Koran für sie alltäglich. Das war jetzt noch kein Hinweis darauf, auf eine gewisse Ideologie oder war quasi auf ISIS oder andere terroristischen Aktivitäten, sage ich einfach mal ganz klar. Nein, das Zitat ist etwas, was da ganz normal letztendlich benutzt wird. Das heißt, es ist manchmal nicht immer ganz einfach zu sehen, was ist jetzt quasi einfach in der Kultur begriffen und was ist dann letztendlich schon Ideologie. Aber ich gehe mal schon davon aus, wie Sie es vielleicht auch in anderen Ländern kennen, wir in Deutschland sind es gewohnt einfach, dass man den Preis zahlt, der letztendlich ausgezeichnet ist. In ganz anderen Ländern ist es einfach normal, dass man erstmal über den Preis verhandelt und man wird etwas komisch angeschaut, wenn man den Preis nicht verhandelt. Ja? Und so ist es letztendlich auch so, dass man einfach sagt, okay, gewisse Informationen teile ich einfach mit anderen Menschen, ohne dass ich dafür einen eigenen persönlichen Vorteil davon habe. Foren sind ein ganz zentraler Bestandteil bei Ihren Forschungs-, bei Ihren Research-Arbeiten. Wie kommen Sie auf bestimmte Foren, an denen dann besonders viel los ist, etwa besonders viel Schadsoftware gehandelt wird? Gibt es da Tippgeber? Gucken Sie selber nach? Also letztendlich ist es natürlich so, dass es gibt unterschiedliche Modelle auch von den Foren. Man sieht ja auch, dass sich im Laufe der Zeit die Foren gewandelt haben. Sehr viele Foren benutzen ganz einfach klassische Forensoftware, wie sie aus normalen anderen Systemen von Firmen auch kennen. Viele haben dann auch Eigenentwicklungen. Manche Foren sind mit einer einfachen Webseite aufrufbar. Manche andere sitzen dann in den sogenannten Darknets oder Dark Web, wo man dann mit bestimmter Software überhaupt erst Zugriff drauf hat. Man sieht inzwischen auch, dass sehr viele Kommunikation weggeht von der klassischen Foren-Diskussion hin zu Services wie Telegram, wo es dann über verschlüsselte Kommunikation, quasi ein WhatsApp-Clone, laufen. Es ist so, dass wir in den Bereichen schon länger arbeiten. Wir kennen gewisse Foren, wir machen es nicht erst seit gestern. Wir arbeiten natürlich auch sehr stark mit den Ermittlungsbehörden zusammen. Es gibt dann Situationen, dass uns die Ermittlungsbehörden auf bestimmte Foren hinweisen.
Natürlich spricht man auch mit anderen Mitarbeitern, anderen Kollegen. In der Anfangszeit ist es so, dass wir sehr viele Arbeit auch mehr oder minder, wenn man es mal so formulieren darf, händisch gemacht haben. Das heißt, jemand hat sich das wirklich manuell angeschaut und hat dann mit mehreren Kollegen das Forum analysiert. Inzwischen sind wir dabei, das stärker zu automatisieren, um letztendlich einfach mehr Foren in kürzerer Zeit letztendlich bearbeiten zu können, und arbeiten auch in dem Projekt mit den Ermittlungsbehörden zusammen, dass quasi die Erkenntnisse, die wir haben, dann an die Ermittlungsbehörden weitergegeben werden. Bleiben wir mal bei der manuellen Arbeit. Mhm. Da gibt es einen Tipp, sagen wir mal, von der Ermittlungsbehörde unter, weiß ich nicht, malware.onion, da sind ja ganz interessante Sachen gerade, und da gibt es auch Schadsoftware, die in Deutschland interessant würde. Was passiert dann bei Ihnen? Setzt sich dann jemand hin, wirft den Tor-Browser an und? Ja, letztendlich ist es so, dass wir natürlich erstmal uns Zugriff zu diesem Forum brauchen. Bei vielen Foren muss man sich anmelden. Viele von uns, die daran arbeiten, haben natürlich mehrere Identitäten. Man benutzt ja nicht seine eigentliche Identität, sondern hat dann sich über Facebook und andere Geschichten verschiedene andere Komponenten aufgebaut. Zum Teil ist es dann natürlich auch so, dass man eine Authentifizierung durchführen muss über eine SMS oder wie auch immer. Auch da gibt es bestimmte Möglichkeiten. Und dann ist es letztendlich so, dass man halt das Forum liest, vielleicht auch ab und zu mal schreibt und einfach auch mal guckt, ob im Laufe der Zeit, wenn man dann mit länger arbeitet, vielleicht auch höhere Berechtigungen gibt. Ganz klar ist für uns natürlich, dass wir aus rechtlichen Gründen weder Sachen kaufen dürfen. Wir wollen ja das Geschäftsmodell der Gegenseite nicht fördern damit. Und ganz klar ist auch für uns, dass wir keine Malware zum Beispiel hochladen dürfen. Das ist ein absolutes No-Go. Das heißt, auch für uns gibt es natürlich dann bestimmte Punkte, wo wir sehen müssen, da ist für uns quasi auch die Grenze erreicht. Und da ist es dann auch geschickter, dann auch mit den Ermittlungsbehörden zusammenarbeiten zu können. Weil die Ermittlungsbehörden haben im Zweifel deutlich mehr Möglichkeiten, in diesen Foren zu agieren als wir. Das heißt, es gibt dann unterschiedliche Kooperationsmodelle, dass bestimmte Foren von Ermittlungsbehörden überwacht werden. Wir aber dann im Austausch mit den Ermittlungsbehörden stehen, damit wir mit diesen Daten arbeiten können und schauen können, ob wir mit den anderen Daten, die wir haben, quasi das Puzzle quasi besser zusammen machen können. Aber wirklich ist es so, dass es in der Anfangszeit so ist, dass man wirklich manuell sich verschiedene Forenposts angeschaut hat, geguckt hat, worüber wird denn diskutiert. Dann hat man eben protokolliert, okay, dieses Forum fokussiert sich hauptsächlich auf Verkäufe von, sagen wir mal, Waffen und gefälschten Dokumenten. Ein anderes Forum beschäftigt sich eher um Schadsoftware, hat sich dann angeschaut, welche Schadsoftware wird denn da angeboten. Ist das jetzt, wie Sie sagten, Allerweltsware, oder ist das etwas fortgeschrittener, auch etwas neuer? Und hat dann einfach mal analysiert, was letztendlich in den Foren angeboten wird. Das Problem ist natürlich, das ist sehr viel manueller Aufwand. Deswegen gibt es eine Software, die wir mit Ermittlungsbehörden unter anderem in England zusammen entwickeln, um diese Sachen zu automatisieren, damit diese Webseiten automatisch, mehr oder minder automatisch angesurft werden und auch mit entsprechenden Machine Learning Ansätzen kategorisiert werden kann, worüber diskutieren die entsprechenden Personen dann letztendlich. Und dann man letztendlich als Mensch noch eine manuelle Nacharbeit oder Feinarbeit letztendlich durchführen muss und nicht mehr wirklich alles selber machen muss. Aber dafür müssen doch dann die Foren und ihre Adressen bekannt sein, oder? Dafür müssen die Foren und Adressen bekannt sein. Natürlich ist es auch so, dass man sehr oft dann auch Links in entsprechenden Foren bekommt. Zum Teil ist es natürlich auch so, dass wenn wir die Malware analysieren, vielleicht da gewisse Hinweise in Codezeilen finden oder Kommentaren finden, die darauf hinweisen, dass das in den entsprechenden Foren letztendlich diskutiert wurde. Es gibt also verschiedene Quellen, wo wir dann quasi sehen können, welche Foren sind da. Ich möchte aber natürlich jetzt nicht unbedingt so weit gehen zu sagen, dass wir in einem Land wirklich alle Foren analysiert haben. Das ist auch zeitlich natürlich nicht unbedingt machbar. Man schaut natürlich dann an, auch mit den Gesprächen mit den Ermittlungsbehörden, wo man dann Feedback bekommt, welche dieser Foren sind denn jetzt wichtige Foren oder welche Foren sind einfach ja eine unter vielen letztendlich. Wenn Sie so ein Forum dann analysiert haben, diese Software, diese Ermittlungssoftware, nenne ich sie mal, aufsetzen, was macht die dann? Scannt die einfach regelmäßig ab und wertet das semantisch aus? Also die Software, die zum Teil noch in der Entwicklung ist, wird quasi als eine Art Crawler benutzt, der quasi automatisiert dann die Foren analysiert. Natürlich ist es so, dass Sie bestimmte Vorkehrungen machen müssen, damit es nicht auffallen, dass Sie hier gerade automatisiert eine Webforenanalyse machen. Dann gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, technische Art festzustellen, welche Sprache wird gesprochen, wer ist denn der Benutzer, der am meisten Kontakte mit anderen Personen hat. Das können Sie einfach sehen, indem Sie anschauen, wer antwortet auf welche anderen Kommunikationsanfragen.
damit sie wissen können, wer sind denn die Hauptnutzer letztendlich dort. Es gibt dann andere Tools, die für uns dann auch automatisch Übersetzungen machen, weil es gibt bestimmte Foren, wo wir vielleicht nur eine Person haben, die diese Sprache spricht oder vielleicht auch jemand nur beschränkt die Sprache spricht. Die automatische Übersetzung, das haben wir auch unter anderem im russischen Foren gemerkt, ist natürlich auch etwas, manchmal etwas schwierig, weil in bestimmten Foren auch ein bisschen das Slang benutzt wird, wo dann die automatische Übersetzung auch an ihre Grenzen kommt. Und dass man einfach dann eine Software hat, die einem klar schon mal sagen kann, in diesem Forum liegt der Schwerpunkt auf Waffen oder der Schwerpunkt auf den Verkauf von Drogen oder der Schwerpunkt auf das Anbieten von cyberkriminellen Dienstleistungen. Wenn wir nun im Mittleren Osten und in Nordafrika solche Schadsoftware dann angeboten bekommen, wie läuft denn da normalerweise der Kauf ab? Es wird ja nicht alles kostenlos verteilt. Also es wird zum Teil, es gibt bestimmte Komponenten, die wir gesehen haben, die so umgerechnet für $50 letztendlich angeboten werden. Es gibt natürlich dann auch hier unterschiedliche Verkaufsmodelle. In Russland ist es immer so, dass sie in aller Regel nicht direkt mit dem Verkäufer in Kontakt treten, sondern quasi über einen Dritten letztendlich das Geschäft abwandeln, so eine Art Vertrauensperson. Im Middle East, Nordafrika, ist es dann so, dass sehr viel natürlich über Bitcoins und digitale Währungen letztendlich auch abgehandelt wird, aber dann eher in einem direkteren Bezug und nicht so über den Stellvertreterbezug wie zum Beispiel in Russland. Nun sollte man ja eigentlich meinen, wenn das dann über Bitcoins tatsächlich abgewickelt wird, als ich sag mal, Bezahlungswährung und das ja auch über eine Blockchain dann nachvollziehbar ist, da müssten die Ermittlungsbehörden eigentlich doch auch drauf schauen können oder auch Sie. Wer hat denn gerade was in die Blockchain gelegt und wohin ist es gegangen? Und dann gucken wir noch mal genauer nach und haben den Täter. Ja, das ist natürlich in bestimmten Sachen machbar. Auch wir haben durch bestimmte Möglichkeiten. Neben Bitcoins gibt es ja noch also Webmoney und andere Systeme, wo man dann sehen kann, wer hat dann wo bezahlt. Das Problem ist natürlich, dass sie in vielen Fällen vielleicht auch nur eine IP-Adresse letztendlich haben oder auch die Identität, der letztendlich gekauft hat, auch letztendlich gefälscht war und nicht die eigentliche Person war. Das heißt, ganz so einfach ist es letztendlich nicht. Sehr oft ist es natürlich so, dass dann auch Verschlüsselung benutzt wird und andere Kommunikationsmöglichkeiten, sodass es nicht unbedingt so einfach ist, genau festzulegen, okay, die entsprechende Person war es wirklich. Es könnte ja auch ein Identitätsdiebstahl festgestellt, durchgeführt worden sein und sie haben dann denken, dass alle Beweise oder alle Indizien auf eine bestimmte Person zeigen, dem aber letztendlich nicht so ist. Also prinzipiell ist es so, dass die Beweisführung relativ komplex ist. Das heißt, die virtuelle Geldbörse, die dann dafür sozusagen identifiziert werden müsste, die verweist nicht unbedingt auf die Person, die dahinter steckt? Richtig. Ja. Also es ist sehr oft so, das haben wir in anderen Fällen auch gesehen, dass das, was man neudeutsch Attribution nennt, also quasi die Zuordnung, wer eine bestimmte Person ist, nicht immer einfach ist. Es gibt dann ja meistens auch so, also um ein ganz anderes Beispiel zu nehmen, nur weil jetzt zum Beispiel eine Software in der russischen Zeitzone entwickelt wurde und vielleicht russische Kommentare drinstehen, muss es nicht unbedingt heißen, dass das letztendlich diese Softwarekomponente in Russland entwickelt wurde. Es ist natürlich auch so, wir selber sind eigentlich als Team, wie soll ich es formulieren, die Zielsetzung für uns als Team ist, dass unsere Kunden geschützt werden. Das heißt, wir müssen schauen, welche Bedrohungen kommen in der Zukunft auf uns zu, was sind die Geschäftsmodelle der bösen Buben und wie sehen unsere Schutzmöglichkeiten aus. Das Verhaften quasi oder die Zuordnung der und der war es, ist eigentlich nicht in unserem eigentlichen Geschäftsmodell da. Das ist ja letztendlich Polizeiarbeit. Das heißt, für uns ist es so, dass wir schauen müssen, wie sieht die Bedrohungslage aus und welche Schutzmöglichkeiten haben wir, dass das Verhaften oder das Einschreiten oder der rechtlichen Konsequenzen ist außerhalb eigentlich unseres Verantwortungsbereichs. Deswegen, wie schon gesagt, arbeiten wir sehr eng mit Europol, Interpol und auch mit den lokalen Polizeiermittlungsbehörden zusammen und würden dann informieren und sagen, okay, die und die Indizien haben wir, was dann letztendlich daraus gemacht wird und ob dann die Indizien ausreichen, eine Person wirklich dann auch gerichtsfest zur Verhandlung zu bringen, ja, das sind Sachen, wo ich sage, das ist nicht unsere Aufgabe. Also Sie wollen einfach nur die schwarzen Hüte identifizieren und das Festnehmen überlassen Sie dann einfach den Ermittlungs- und Polizeibehörden? Ich bin ja keine staatliche Behörde. Ja, also ich bin Angestellter einer Firma. Ich darf rein rechtlich das überhaupt gar nicht. Das heißt, wenn wir etwas bemerken, etwas sehen, so wie wenn Sie auf der Straße zum Beispiel jemanden bemerken würde, der vermutlich gerade jetzt wo eingebrochen ist,
dann würden Sie das ja auch der Polizei letztendlich melden. Und Sie können ihn dann vielleicht so als Notwehr quasi festhalten, bis vor die Polizei kommt. Das geht im digitalen Umfeld etwas schwieriger, jemand da irgendwie in dem Bereich festzuhalten. Aber wir haben nicht die Möglichkeit, und es ist auch nicht in unserem Interesse letztendlich, hier quasi sich als Art Hilfs-Sheriffs oder Hilfspolizei aufzuspielen, weil das wäre im Zweifel kontraproduktiv. Deswegen, wie gesagt, ist uns wichtiger, dass wir vertrauensvoll mit den Ermittlungsbehörden zusammenarbeiten und dann quasi das Festnehmen oder die ganzen Informationen, die Beweise sammeln, liegt dann auf der Verantwortung der Ermittlungsbehörden. Welche Rolle beim Handeln mit Schadsoftware aus dem Mittleren Osten und aus Nordafrika spielt denn da noch die ehemalige Kolonialmacht Frankreich? Läuft da noch sehr viel über französische Mittelsmänner und Server? Also es ist schon so, dass wir bestimmte Bezüge noch zu Frankreich gefunden haben, dass es da verschiedene, auch sprachlich natürlich, Ähnlichkeiten gibt. Wir haben jetzt aber keinen Fokus jetzt darauf gelegt, um zu sagen zu können, okay, da ist jetzt wirklich ein dezidierterer Bezug zur entsprechenden Kolonialmacht Frankreich von dem Zeit noch letztendlich da. Gerade was die russische Cyberkriminalität anging, da sprach man ja von sehr starker internationaler Vernetzung. Also die arbeiten international wirklich auch vernetzt. Richtig, richtig. Wie sieht das mit Nordafrika und das haben wir auch gefunden. Also hier haben wir verschiedene Bezüge gefunden zu russischen Foren oder auch, wo man sieht, dass quasi man versucht hat, quasi auch von den russischen Foren letztendlich zu lernen. Dass es hier bestimmte Informationsaustausche gibt, das ist definitiv so. Das haben wir in unserem Paper auch beschrieben. Und was können die von den russischen Foren dann lernen? Ja, letztendlich ist es so, wie ich es vorhin erwähnt habe, in den russischen Foren gibt es quasi von A bis Z so gut wie alles. Und letztendlich ist es natürlich so, dass man im Bereich Cybersoftware oder Schadsoftware da relativ viele Möglichkeiten noch hat, letztendlich von den russischen Kollegen, wenn ich mal so sagen darf, letztendlich zu lernen. Natürlich ist es so, dass jetzt in dem Bereich jetzt irgendwie Unterstützung im Bereich gefälschte Dokumente eigentlich kaum mehr notwendig ist, weil da ist das Wissen selber da. Aber natürlich ist es so, dass man sieht, dass auch bestimmte Softwarekomponenten, wenn sie einmal entwickelt worden sind, auch dann in anderen Ländern auch für unterschiedliche Zielsetzungen benutzt werden können. Also vor allem, wenn Sie eine Schadsoftware haben, die gut dazu gedacht ist, um Computer auszuspionieren. Diese Komponente ist ja sehr flexibel einsetzbar. Sie können sie gegen unterschiedliche Firmen einsetzen, Sie können sie gegen unterschiedliche Ziele einsetzen, auch zu unterschiedlichen Zwecken letztendlich einsetzen, welche Informationen ich letztendlich davon abgreifen will. Wenn man sich mal so die unterschiedlichen Bereiche, in denen Schadsoftware eingesetzt wird, also Spionagesoftware, Geräte stilllegen oder beispielsweise auch so verschlüsseln, dass man eine Erpressung machen kann, wenn man sich die anschaut, gibt es da einen bestimmten Arbeitsschwerpunkt im Mittleren Osten und in Nordafrika? Haben wir jetzt in der Form nicht gesehen, weil in aller Regel das, was da angeboten wurde, eigentlich schon eher bekannte Malware war und nicht unbedingt Neues. Kann ich jetzt so direkt dazu keine Auskunft geben? Wenn das schon bekannte Malware war, bekannte Schadsoftware war, dann spricht aber doch auch vieles dafür, dass es jetzt kein Markt, der uns in unmittelbarer Zukunft auch sehr gefährlich werden könnte, oder? Also im Bereich Cybercrime würde ich das jetzt im Moment eher ausschließen wollen, wobei man natürlich mit so einem Blick in der Zukunft auch immer etwas vorsichtig sein muss. Es ist schon so, dass wir andere Länder gesehen haben, wo ich sagen würde, da ist quasi, was jetzt State of the Art oder fortgeschrittene Technik aussehen, bestimmte andere Länder dem dort deutlich fortgeschritten sind. Sie sagten, einiges wird da verteilt. Es gibt auch eine Menge an religiösen Motiven, an ideologischen Motiven, teilweise sogar kulturellen Motiven. Lohnt es allein deshalb schon, noch diesen Untergrundmarkt stärker im Blick zu behalten? Also letztendlich versuchen wir natürlich, alle Märkte im Blick zu behalten, weil man natürlich nie weiß, wie sich ein Markt auch entwickeln kann. Auch ein Markt, der vielleicht heute noch nicht so fortgeschritten aussehen kann, kann sich in ein oder zwei Jahren deutlich stärker fortentwickeln. Deswegen ist es schon so, dass wir natürlich, auch wenn wir jetzt diese Veröffentlichung gemacht haben, ja nicht automatisch den Blick komplett von diesen Märkten oder von diesen Untergrundforen komplett abbauen oder verschwinden lassen. Man versucht natürlich schon immer zu schauen, was tut sich denn so. Und für uns ist ganz klar, dass wir gesehen haben, dass Afrika als Kontinent sicherlich stärker noch, gut, die Nigeria-Connection gibt es ja schon länger, aber dass auch Afrika sicherlich da noch, wenn man es so mal formulieren darf, Entwicklungspotenzial hat. Ja? Auch durch die stärkere Mobilfunkvernetzung in bestimmten afrikanischen Ländern und verschiedene Geschäftsmodelle dann da sind, wo man mal schauen muss, was könnte sich denn da entwickeln, weil mir fällt es gerade spontan ein, in Brasilien ist es zum Beispiel so, dass natürlich dass die Cyberkriminalität im Bereich Online-Banking sehr stark ausgeprägt ist.
Einfach aus dem Grund, weil viele Bankgeschäfte online gemacht werden, weil das Risiko in bestimmten Städten, wenn ich Geld abhole, überfallen zu werden, auch sehr, sehr hoch ist. Deswegen hat man versucht, quasi die Bankgeschäfte alle online letztendlich durchzuführen und hat dann da gesehen, dass dadurch, dass an der Anfangszeit sehr viele Banken nicht unbedingt die besten Sicherheitsschutzmaßnahmen angeboten haben, da haben man dann sehr viele Kriminelle sich quasi auf das Geschäftsmodell Online-Banking fokussiert haben. Das heißt, es könnte irgendwann mal sein, dass es in Afrika, ich weiß jetzt nicht, in welchem, genau in welchem Bereich es jetzt denkbar wäre, sagt, das ist jetzt sehr speziell für Afrika und dass ich dann dafür auch speziell quasi ein Geschäftsmodell letztendlich für die bösen Buben letztendlich entwickelt. Also auch da könnte man durchaus vom Schwellenmarkt reden und Schwellenmarkt genau. Ist ja eine richtig. Besonders interessante Geschichte. Richtig, ne? Genau. Deswegen war es für uns auch wichtig, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen uns auch nochmal Nordafrika anschauen. Vielleicht gibt es zu einem späteren Zeitpunkt auch mal ein Paper, wo man sagt, man schaut sich komplett Afrika an, weil Afrika besteht ja aus unterschiedlichen Staaten, in Südafrika zum Beispiel, ist ja deutlich, für mich deutlich weiterentwickelt als vielleicht manch anderer Staat. Und auch da muss man einfach schauen, wohin entwickeln sich letztendlich die Märkte. Und ich glaube, der Vergleich mit Schwellenmärkten ist ein relativ guter Vergleich. Ja, wenn also tatsächlich Ideologie, Kultur und Religion auf Cyberkriminalität stoßen, dann entsteht zunächst mal eine unübersichtliche Situation. Und wie man diese unübersichtliche Situation dann so ein bisschen aufklären kann, darüber durfte ich mit Rainer Fosseler hier im gläsernen Studio bei Tritt Micro reden. Vielen Dank, Herr Fosseler. Danke. Danke für Ihr Interesse.